Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru! Heute mit einer ganz besonderen Giotto Edition und zwar Giotto Coffee Time und hier sind vier verschiedene Giotto Sorten. Auf den ersten Blick kommt euch die Verpackung bereits vielleicht bekannt vor, denn es gibt Giotto in dieser Verpackung und zwar in beiden Sorten Haselnuss, Cookies und Cream. Hier sind aber noch zwei weitere Sorten drin und zwar, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, belgischer Spekulatius und dänischer Butterkeks. Hier steht Danish Buttercookie und Belgian Speculoos, steht hier drauf auf Englisch. Super interessant, oder? Und ich kann euch auch schon verraten, die Sorte Spekulatius, die wird es bei uns auch bald als Einzeledition geben. Und zwar ab dem 1.10. wird es Giotto Spekulatius in Deutschland in fast jedem Supermarkt hoffentlich geben. Dann kommen die so langsam raus, wird wahrscheinlich ein paar Wochen dauern, bis es die überall gibt. Aber spätestens an Weihnachten könnt ihr auch Giotto Spekulatius genießen. Wie geil ist das denn? Diese Edition ist so besonders, weil es sie anscheinend, ich sag nur anscheinend, nur in einem Supermarkt in Deutschland gibt. Ich habe sie mir organisieren lassen von jemandem und deswegen, ich habe auch dafür bezahlt, ihr Lieben. Also organisieren klingt immer so, nee, ich habe dafür auch bezahlt, damit ich sie heute mit euch testen kann. Und das Schönste an diesem Video ist jetzt, dass wir jetzt gemeinsam hier eine Vorschau bekommen auf die Giotto Spekulatius, die wir alle bald genießen können. Ich finde es ja auch immer schade, wenn ich Produkte teste, die sonst kein anderer hier essen kann. Wisst ihr, das ist ja auch nicht immer schön. Deswegen, wie gesagt, drei von vier Sorten können wir genießen. So sieht die Selection aus. Oh mein Gott, das ist so ein bisschen wie Memory spielen hier, ne? Jetzt muss ich erstmal den passenden finden. Das ist, seht ihr das? Das scheint doch Spekulatius zu sein, oder ja? Das ist Giotto Spekulatius. Und den werde ich mir jetzt mal direkt gönnen, einzeln verpackt. Wir schauen uns die Kugel an. Jetzt geben wir uns die Kugel. Ich rieche dran. Es riecht nach Spekulatius schon von außen. Es sind, scheint auch so Spekulatius-Krümel zu sein, ihr Lieben. Oh mein Gott. Ich weiß, wir haben hier höchsten Sommer und ich esse Spekulatius. Das ist schon bekloppt, ihr Lieben. Aber auch irgendwie geil. Wenn man die Augen zumacht, schmeckt Giotto Spekulatius voll nach Weihnachten, ihr Lieben. Oh mein Gott, ist das cool. Ich muss euch gleich nochmal Giotto Spekulatius auch in der Großaufnahme zeigen. Also dranbleiben, ihr Lieben. Es gibt nochmal eine Panorama-Aufnahme von den Giotto Spekulatius, damit ihr das auch mal so richtig nah genießen könnt. Jetzt brauchen wir noch eine zweite Sorte. Wer hat aufgepasst? Zwei neue Sorten. Dänisch Buttercookie, also dänischer Butterkeks soll drin sein. Das ist, was ist das? Oh, entdeckt. Das hier ist dänischer Butterkeks. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der schmeckt. Also das Giotto Spekulatius hat einen absoluten Spekulatius-Geschmack. Auch die Creme innen drin schmeckt nach Spekulatius von innen, von außen, in sich stimmig. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der dänische Butterkeks schmeckt. Von außen riecht es schon ganz süß, ganz lecker. Oh mein Gott, kennt ihr diese Kekse, die Oma immer in der Metalldose gehabt hat? Blaue Metalldose, dänisch Buttercookie stand da drauf. Genauso schmeckt dieses Giotto. Wie cool ist das denn? Perfekt zum Kaffee, würde ich sagen. Normale Sorten sind hier auch noch drin, die wir schon kennen hier. Normales Giotto. Und was ich noch ganz spannend finde, das machen wir aber gleich, nachdem ich euch die Großaufnahme gezeigt habe. Die einzelnen Nährwerte der Giottos. Auch super spannend. Aber mehr dazu gleich. So, ihr Lieben, und jetzt gibt es die Großaufnahme Gönnerperspektive. Das hier ist der dänische Butterkeks. Und hier sehen wir Spekulatius in der Großaufnahme. Mega yummy. Und wieder da. Könntet ihr es sehen? Welchen Giotto habe ich gerade im Mund genommen? Das ist mein Favorit von diesen beiden neuen Sorten. Dänischer Butterkeks bekommt 9 Punkte. Finde ich wirklich sehr, sehr lecker. Spekulatius bekommt 8 Punkte. Ich mag Spekulatius sehr gerne, aber dann lieber als Keks. Mit der Füllung schmeckt es nach Spekulatius, aber in dieser Giotto-Form 8 stolze, solide Punkte. 10 Punkte bekommen übrigens die Giottos Cookies and Cream, die ja auch noch drin sind, damit ihr mal so einen Vergleich habt. Das ist wirklich meine Lieblingssorte
Giotto Cookies and Cream finde ich wirklich mega geil. Und zwar die hier, die habe ich ja auch schon auf YouTube getestet. Ihr könnt euch nochmal das Video angucken. Ich gönne mir jetzt nochmal einen hier. Die finde ich wirklich, ja, immer noch Giotto-mäßig richtig geil. 4 verschiedene Giotto-Sorten. Welche Giotto-Sorte hat wohl die meisten Kalorien? Richtig geraten. Haselnuss natürlich. Aber eine Nuss ist ja auch gesund. Ist auch immer mächtig. Haselnuss hat 650 Kalorien auf 100 Gramm. Fand ich ganz spannend. Nee, Entschuldigung, 630. Die dänischen Butterkekse, die echt total mächtig schmecken, haben 564 auf 100 Gramm. Spekulatius 560. Und der niedrigste Kalorienwert geht auf die Giotto Cookies and Cream. Das ist echt interessant, oder? 4-mal unterschiedliche Kalorien auf 100 Gramm. Gleich gibt es nochmal eine Großaufnahme auch zu sehen am Ende des Videos. Und der Geschmack ist gemacht, also Kalorien und Geschmack, steht ja in keiner Relevanz, ihr Lieben. Also weil, schmeckt super geil, die American Style. Die normalen Giottos sind eh total genial. Die mag ich auch ganz gerne mit Haselnuss. Die normalen Giottos ranken bei mir so. Oh, jetzt muss ich nochmal einen essen, ihr Lieben. Jetzt habe ich doch alle gegessen hier im Video. Giotto ist einfach cool, oder? Oh mein Gott. Und hier sind sogar... Habe ich ganz vergessen. 2 drin pro Verpackung. Immer 2. Ja, die normalen Giotto sind eh 10. Haselnuss-Fans. Einfach geil. Einfach Giotto-mäßig geil. Ihr Lieben, hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und ihr habt wahrscheinlich eine Frage bestimmt noch. Wo hat er diese Giotto denn jetzt überhaupt her? Die habe ich aus dem Edeka-Center in Trier. Da gab es die in dem E-Center. Das war's, ihr Lieben, vom Video. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss!